Die Berlin BrettspielCon steht vor der Tür. Nächste Woche, cooles Wochenende mit ja, Ausstellern, vielen Brettspielen und viel Zocken. Thomas und ich sind auch am Start, deswegen ein paar Infos, die euch vielleicht interessieren könnten. Auf geht's. So, Thomas, ich weiß noch, 2019 war ein episches, langes Wochenende auf der BerlinCon. Das erste Mal in den großen Hallen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass wir auch persönlich Kontakt hatten, oder? Ja, genau so ist es. Ich habe ganz tolle Erfahrungen irgendwie an dieses Wochenende. Es war, ich habe eher das Gefühl, auf einem Festival gewesen zu sein, als auf einer Spielemesse, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Das Besondere war damals und wird auch diesmal wieder hoffentlich sein, eine Game Area. Also da steht Spielen auch im Vordergrund, den ganzen Tag über, aber auch Game Nights. Gibt es aber was Besonderes? Also freitagsabends geht es schon los mit der ersten Game Night, bis, glaube ich, immer 0 Uhr geht es ja so. Ne? Mhm. Und die wird auch Samstag wieder sein. Aber ich glaube, die sind im Tagesticket nicht drin, ne? Man braucht die Dauerkarte. Wie ist das genau? Ja, genau. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es Tagestickets für Samstag oder für Sonntag. Und die gelten aber halt dann nur von Einlass bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und wer auf die Game Nights auch mit will, der braucht ein Dauerticket. Ich glaube auch, dass diese Dauertickets sich schon auch ganz gut verkauft haben. Da gibt es gar nicht mehr so viele, aber es sind wohl noch welche da. Ja. So, wichtige Info. Wir sind vor Ort. Freitagabend schon, also ich bin, glaube ich, ab Freitagnachmittag da. Du kommst ein bisschen später rein, glaube ich, ne? Du musst ja nach der Arbeit losdüsen. Genau, ich komme wahrscheinlich so um 8, 8:30. Ja, also zur Game Night sind wir ready. Wenn ihr uns irgendwo seht, sprecht uns einfach an. Sagt Hallo, gerne quatschen. Das war damals auch so. Da muss man jetzt nichts ausmachen von wegen Uhrzeit oder Ort oder so. Das ist klein, familiär und man läuft sich da definitiv ein paar Mal über den Weg. Deswegen, wenn ihr uns irgendwo seht, einfach Hallo sagen. Und wenn wir irgendwo am Zocken sind, dann vielleicht nur so Hallo sagen, aber nicht lang quatschen. wir sind natürlich offen für Spielrunden. Also wir können ja nichts versprechen, aber ich habe noch nichts geplant. Habe Lust, eigentlich den ganzen Tag zu zocken. Deswegen kriegen wir da bestimmt was zustande. Ja, einige Aussteller sind schon da. Ich habe auch gesehen, Neuheiten. Freue ich mich schon drauf. Also das eine oder andere habe ich mir schon markiert. So Korrosion zum Beispiel von Deep Print Games. Das neue, eher schwergewichtige Spiel. Ich auf jeden Fall ausprobieren. Die anderen Spiele habe ich vergessen. Also Neuheiten gibt es auch zu entdecken. Ja, es ist ja auch alles ein bisschen anders strukturiert von den Hallen hier. Ich war bis jetzt ja wirklich nur einmal da. Jetzt sind sie wohl in einem etwas hinteren Bereich. Ist alles irgendwie, glaube ich, ein bisschen größer und weitläufiger, logischerweise. Man muss ja auch Abstandsregeln und so weiter einhalten. Und auch mit so, ich glaube, so Schiebetüren, die man auch aufmachen kann in so einem neuen Innenhof, wo es auch dann so Sachen zu essen gibt und so weiter. Also ich glaube, dass das wieder eine sehr, sehr schöne Atmosphäre werden kann. Trotz Maske und allem drum und dran. Ich persönlich lechze danach und egal wie viele Auflagen da irgendwie halt mit damit verbunden sind, aber einfach auch wieder mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ja. Also es gelten natürlich die 3G-Regeln, Masken beim Rumlaufen, wenn man am Tisch sitzt und spielt, dann nicht. Gibt halt Abstände. Und noch irgendwas Wichtiges? Nee, ich glaube, was halt wichtig ist, wer da kommen soll, der sollte sich... Flohmarkt. Flohmarkt. Aber was auch gar nicht noch wichtig ist, viele sagen ja auch so spontan irgendwie, oh, heute ist schönes Wetter, was machen wir heute? Gehen wir auf die BerlinCon. Ich glaube, du brauchst die Tickets vorher. Also selbst wenn du sie dir dann quasi vor der Tür auf deinem Handy erstmal runterziehst, aber du musst es digital dir irgendwie vorher geholt haben, bevor du dann da irgendwie reingehst. Muss personalisiert sein. Die müssen halt nachweisen, wer wann auch rein und rausgegangen ist. Also muss auch beim Rausgehen sich auschecken, dass das ganz sauber getrackt ist und da kein Risiko da ist, irgendwie sich blöd anzustecken. Genau, Flohmarkt ist ein wichtiges Stichwort, ist ja auch mal so ein USP der BerlinCon gewesen. Ich weiß noch, vor 2 Jahren war das die Mega-Eskalation mit unendlich langer Schlange und Tausenden von Spielen. Das geht natürlich dieses Mal nicht in diesem Ausmaß, deswegen ist das ein bisschen regulierter. Man muss sich dafür vorher anmelden, ist auch limitiert, wie viel man anmelden mitbringen kann. Mhm. Da auf jeden Fall schlau machen, wenn ihr dort Spiele loswerden wollt. Ist immer den ein oder anderen guten Schnapper zu haben. Also ich war das letzte Mal tatsächlich gar nicht drin. Ich hatte einmal, ich glaube, es war am Samstag, da ist ein Freund von mir zur Richtung Flohmarkt gegangen und wir haben gerade, irgendein Spiel gespielt, irgendwas, was neu da war. Und dann habe ich nach einer Stunde gedacht, irgendwie so, ich gucke jetzt mal, wo der andere eigentlich bleibt. Dann stand der irgendwie immer noch in der Schlange an. Und dann habe ich mir festgestellt, nee, ich glaube, ich lasse es mit dem Flohmarkt mal irgendwie sein. Da gebe ich eh nur zu viel Geld aus. Aber auch das ist quasi der Vorteil in Anführungsstrichen. Ich glaube, es wird alles ein bisschen kleiner und weitläufiger werden diesmal. So, also wir sind auf jeden Fall da. Sonntag. Mittag irgendwann reise ich wieder ab. Wie sieht's bei dir aus? Also ja, auch so die. Und, vielleicht sieht man sich ja vor Ort. Die nächste Chance wäre dann Essen, aber jetzt erstmal BerlinCon. Wäre cool, wenn ihr auch da seid. Ich freue mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao.